Hey Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flaschi ist wieder da. Und heute haben wir was sehr, 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 sehr Spannendes vor. Denn wir werden heute Leute pranken. Denn Leute, heute ist Halloween. Und wie ihr wisst, ist es an Halloween ganz schön gruselig. Und wir werden heute Candy, Colin und auch Mooney ein bisschen pranken. Je nachdem, wen ich erwische. Ich habe dafür schon einiges vorbereitet und ich zeige euch gleich auch schon was. Denn ich war jetzt, während ich offline war, ein bisschen unterwegs. Und zwar im Nether. Und da habe ich ein bisschen gefarmt. Denn ich habe ein paar Nether-Sachen einfach gefarmt. So wie zum Beispiel Nether-Warzen, die hier auch schon angepflanzt worden sind von mir. Dann habe ich noch ein paar Pilze geholt. Hier ist auch schon einer gewachsen. Und ich habe einen Braustand gemacht. Denn mit diesem Braustand habe ich auch schon Tränke vorbereitet, denn um Leute richtig pranken zu können, braucht man gute Tränke, die man benutzen kann. Da werde ich auch gleich noch mehr machen. Aber jetzt habe ich erstmal Trank der Unsichtbarkeit gemacht und der geht sogar 8 Minuten lang. Das heißt, der hält sehr, sehr lange. Damit kann ich jetzt sehr, sehr lange Leute pranken. Wir machen die aber erstmal hier rein, auch den ganzen Rest, denn ich brauche jetzt erstmal noch was anderes. Ich möchte nämlich noch ein paar Vergiftungstränke machen und einfach so ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Und wenn ich dann unsichtbar bin, dann werde ich bis auf den Creeper-Kopf zum Beispiel, werde ich dann so aufsetzen und dann sieht man nur den Creeper-Kopf. Vielleicht werde ich mir noch eine grüne Lederrüstung machen. Ich habe hier nämlich grün. Kann noch ein bisschen weiß machen. Und dann werde ich mir einmal noch kurz eine Lederrüstung zusammenfarmen. Denn dann kann ich die noch anziehen. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool werden. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an, alles dafür vorzubereiten. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn ihr sehen wollt, wie wir Candy und die anderen pranken werden. Bevor wir aber irgendwie anfangen mit irgendwelchen Pranks, müssen Vorbereitungen her. Und weil ich mich endlich mal schneller fortbewegen möchte, nehme ich einmal hier einen Sattel mit, den ich in der Festung gefunden habe im Nether. Und eine Pferderüstung und werde mir oben mal ein Pferd zulegen. Denn irgendwo hier vorne war ein Pferd, hier ist es. Und das hatte ich schon gezähmt gehabt, deswegen kann ich das jetzt einfach aufsetzen. Guck mal, wie viele Herzen das hat. Das hat einfach 1, 2, 3, 4, 13 Herzen sind das. Und damit sind wir jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Das heißt, wir können ganz schnell zu Candy wieder zurück. Und so weiter. So, jetzt aber erstmal ein bisschen Leder farmen gehen. Denn wir brauchen ganz schön viel Leder für die Lederrüstung. Let's go. Ich farm kurz und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich das ganze Leder habe. So, Leute, ich habe jetzt mir eine Lederrüstung zusammen gemacht. Also das ist der erste Prank. Jetzt müssen wir noch einmal gucken, wie wir denn... Wir können ein paar Eier werfen. Oder allgemein irgendwas um uns rumwerfen. Wir brauchen nochmal noch die Unsichtbarkeitstränke. 3 Stück sollten reichen. Dann Eier oder sowas. Wir können auf jeden Fall noch einen Kürbis auf den Kopf setzen. Das sollte auch gehen. Wir müssen uns da oben mal einen schnappen dann. Was könnten wir noch machen? Wir könnten noch die Gifttränke machen. Da muss ich einmal kurz gucken, wie das geht. Okay, wir brauchen einmal Glasflaschen. Dann brauchen wir einen Gunpowder. Eine Netherwarze und ein Spinnenauge. Ich habe jetzt hier nur fermentiert. Da habe ich irgendwo noch ein normales rumfliegen. Hier nicht. Okay, ich crafte erstmal die Flaschen. Dann fülle ich die mit Wasser auf. Dann mache ich die Flaschen hier rein. Und mache erstmal die Netherwarze. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwo noch ein Spinnenauge finde. So, in meinem Haus habe ich noch welche gefunden. Perfekt, dann einmal Spinnenauge. Das müsste jetzt zu einem Vergiftungstrank werden. Und dann werden wir noch Schwarzpulver hinzumachen. Also entweder mit Redstone wird es länger und mit Schwarzpulver wird es zum werfbaren Trank. Alles super easy eigentlich, wenn man das mal weiß. So, dann warten wir mal. Und Trank der Vergiftung, 45 Sekunden, passt. Und dann machen wir noch Schwarzpulver dazu. Dann passt das alles. Ei habe ich jetzt nur eins. Das können wir aber trotzdem machen. Wir werfen das einfach auf Candy oder sowas. Und dann erschreckt er sich. Was können wir noch machen? Irgendwie Feuerwerk oder so? Ich hatte irgendwo Feuerwerke rumfliegen. Ich weiß gar nicht mal warum. So, die Vergiftungstränke sind auch ready. Die mache ich hier mit dazu. Und ich würde sagen, dann gehen wir schon mal nach oben. Hier unten haben wir, glaube ich, nichts mehr, was wichtig ist und was uns helfen würde. So, hier in meinem Haus habe ich jetzt auch noch Feuerwerksraketen gefunden. Und ich würde sagen, dann
Sollten wir eigentlich bereit sein, die Leute zu pranken? Ich gucke jetzt hier noch einmal durch. Hier sind noch ein paar Eier, okay. Ich habe 11 Eier jetzt noch. Die können wir auch noch benutzen. Und dann würde ich sagen, geht es direkt los mit dem Geprank. Jetzt muss ich einmal gucken, kann ich den Kürbis hier auf den Kopf nehmen? Ja, das geht auch. Okay, dann haben wir jetzt 5 Pranks sogar vor. 1, 2, 3, 4, 5 Pranks vorbereitet. Let's go, wir pranken jetzt. Okay, Leute, ich habe jetzt gewartet, bis es so ein bisschen dunkler wird. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt einmal zu Candy rüber. Ich würde sagen, wir lenken ihn erst einmal ab. Wir fragen ihn, ob er irgendwas hat oder so. Und dann tun wir so, als würden wir weggehen. Und dann nehme ich aber den Unsichtbarkeitstrank und dann pranken wir ihn ein bisschen. So, hallo? Hä, hallo? Candy, klopf, klopf. Jo. Hallo, was geht? Was machst du? Was willst du, Flausch? Ich hab zu tun. Ich wollte fragen, ob du ein bisschen Stein für mich hast. Stein habe ich. Cobblestone? Ja, einfach ein bisschen Cobblestone. Hier, bitteschön. Danke, wir sehen uns später. Jojo. Tschüss. Okay, Leute, und jetzt ist es Zeit, dass wir den Unsichtbarkeitstrank nehmen. Wir gehen hier, sind hinter dem Baum. So, trinken den. Dann ziehen wir natürlich unsere Rüstung aus. Und jetzt sieht uns keiner mehr, Leute. Guck mal, ich bin gerade im F5, aber ihr seht mich einfach nicht. Okay. Mensch, wenn ich dich nicht hätte, dann würde ich nicht von A nach B kommen. Vielen, vielen Dank. Und deswegen kriegst du hier ein Steak von mir. Also, gibt's ein fettes Steak? Okay, wir machen mal die Tür auf. Hallo! Hallo! Ey, lauf doch nicht weg! Warum sagt der Villager hallo? Okay, ich würde sagen, vorne noch der mal. Erste Prank. Hallo! Ist der Kürbis, ja, Leute. Hey, ist eine Tür, die nach unten geht. Naja, egal. Und. Okay, was ist das denn? Sehr gut. Okay, wir ziehen aus. Dann sieht er uns nicht mehr. Hallo? Was? Er serviert, Leute. Hallo? Was war das? Okay, Leute, wir direkt den nächsten Prank machen. Hä? Ich gehe in mein Zimmer. Ich habe zu viel Angst. Ich gehe nach oben, okay, in mein Zimmer. Perfekt. Dann ziehen wir jetzt unser Creeper-Outfit an. Geh nach oben. Und wir gehen in sein Zimmer, wir klopfen an seiner Tür, wir klingeln hier. Warum ist die Tür aufgegangen? Hallo? So? Hä? Ah! Falsche Tür! Falscher Knopf zuerst gedrückt! Schild gedrückt! Gehen rein. Ah! Wir laufen. Ey, er hat zugebaut. Ah! Wir schlagen ihn ein bisschen höher weg. Ich verlasse meine eigene Burg. Ich habe so Angst. Aua! Okay, er hat uns eingebaut. Dann ziehen wir wieder aus. Nehmen die Steine aus der Hand. Okay, nächster Prank, Leute. Was haben wir? Die Eier machen wir jetzt als nächstes. Wir müssen ihm ein bisschen hinterherlaufen am besten. Bauen hier mal auf. Ich werde hier alles zubauen. Okay, und jetzt von hinter ihm. Ei. So. Ei. Hä? Aua. Ei. Hä? Ei. Ey, wo kommt das Huhn her? Hi. Eier. Tot. Aua. So. Ey. Was passiert hier heute? Leute, er sieht dich gar nicht. Ich hab so eine dolle Angst. Was passiert hier heute? Aua! Hä? Hä? Was ist das? Wo kommt das her? Okay, jetzt kommt der beste Prank und dann lassen wir Candy auch in Ruhe. Dann suchen wir. Ah, nee, wir haben noch den Feuerwerk. Okay, Feuerwerk. Ey! Schnell wieder rein! Und die Tür zu bauen. Oh, nee, Tür ist zugebaut. Mist, wir müssen woanders rein. Wir gehen hinten rein, Leute. Wie lange hält unser Unsichtbarkeitstrank noch? Wo sehe ich das? Warum sehe ich das nicht in meinem Inventar? Ach, egal. Oben rechts ist das Zeichen noch. Wir müssen irgendwie hier zur Seite rein oder so. Ich bin auf meinem Haus und blicke hinauf. Und ich sehe die Welt, ja. Hä? Ist das so ein neuer Song? Okay, wir brechen hier mal ein. Ich bin hier wieder zu. In meiner Burg der König der Welt. Und irgendwann bin ich der König von der ganzen Welt. Hey! Hallo? Ey, aua! Was trifft ihn? Was? Aua! Und nach rein. Feuerwerk! Hey, was ist das? Wo kommt das her? Okay. Hä? Jetzt das Beste, Leute. Erstmal die Farm hier aufbauen. Das hier. Hä? Aua. Gott, Leute. Ey. Er ist vergiftet. Ey, aua, aufhören. Aua. Ich glaube, hilf mir. Ich glaube, ich bin vergiftet. Hilfe. Oh, es tut so weh. Bitte helf mir doch. Schnell einen Milcheimer. Ich muss zu Flauschi. Sie hat immer einen Milcheimer. Okay. Flauschi. Wie zu Flauschi. Okay, warte, dann gehe ich schnell nach Hause. Und dann überrasche ich ihn dort nochmal mit dem Creeper-Outfit. Oh nein, ich bin zu langsam.
So, schnell hier rüber. Flauschi, ich brauche einen Milcheimer, bitte. Ja, er ist doch gar nicht auf vergiftet. Flauschi, ich bin vergiftet, ich brauche einen Milcheimer. Nein, er ist zu schnell. Flauschi, bitte. So, Milch. Jetzt stelle ich mich hier. Warte. Milcheimer, Milch. Er hat die Tür sicherlich nicht gesehen. Okay, und jetzt, wenn er sie aufmacht, dann erschrecke ich ihn. Ich komme rein. Okay, Leute. Oh Gott, wo läuft der denn? Wir laufen ihm doch ein bisschen... Hä? Wie lange schreit der? Oh, er hat auf. Oh, da ist er. Was macht er jetzt? Flauschi? Geht er jetzt nochmal raus? Hä? Ich hab keinen Milcheimer hier. Milcheimer. Er ist gar nicht vergiftet. Keksladen. Aber ich kann dafür sorgen. Flauschi! Oh, ich hab mich selbst vergiftet. Ach nein, bin ich dämlich. Ich glaube, ich würde sagen, wir lassen Candy jetzt... Oh, es hat gar nicht so lange gehalten. Flauschi! Ich esse diesen Kuchen. Hä? Warum ist der Kuchen? Ich habe jeden Kuchen einmal angenascht. Was macht der? Endlich Milcheimer trinken. Oh, die Vergiftung ist weg. Okay, Kürbis. Oh Mann, ey. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt wirklich mit Candy. Wir lassen Candy für heute in Ruhe. Wir lösen das später noch auf. Auf zur nächsten Person. Okay, Leute, während ich auf die nächste Person warte, bis hier online kommt, weil es ist gerade niemand anderes online außer Candy, würde ich sagen, wir bereiten schon mal eine Entschuldigung für Candy vor, denn ich habe ihn ein bisschen erschrocken und das tut mir auch ein bisschen leid. Deswegen bereite ich jetzt irgendwie eine Kiste vor, wo ein paar coole Sachen drin sind. Zum einen gebe ich ihm ein paar Unsichtbarkeitstränke. Und was kann ich noch reinmachen? Irgendwo hier muss noch eine Kiste sein. Ich glaube, das ist in meinem Haus. Ich muss mal kurz in mein Haus rüber, Leute. Moment. Während ich in meiner Geheimbase war, habe ich noch das hier irgendwie gefunden. Das ist so eine Reward-Box. Was kann ich aber mit der machen? Kann ich die irgendwie öffnen? Hallo? Oh, anscheinend nicht. Ich gebe dir einfach Candy. Ist anscheinend unnütz. Deswegen kriegt die Candy. Was kann ich hier noch entbehren? Hier sind auf jeden Fall Kisten. Davon nehme ich eine und dann mache ich das jetzt alles rein. Ich habe auch noch ein paar Dias mitgebracht. So, ich ordne das mal alles cool an irgendwie. Ein Unsichtbarkeitstrank. Und auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viele Kekse. Guck mal, überall zwei Kekse rein. So. Und ich glaube, das war's. Hier geben wir auf jeden Fall gleich Candy. Und vielleicht bauen wir irgendwie ein Herz oder sowas, wo wir das davor machen. Achso, ich wollte ihm noch das geben. Das mache ich hier oben hin. Diese Lohnroute. Und dann bauen wir ein Herz, wo er das empfangen kann. Wo bauen wir das einfach hier auf dem Glas? Ich hoffe, dafür reicht das Pink auch aus. So. Ich habe lange kein Herz mehr gebaut, Leute. Sieht das jetzt aus wie ein Herz? Ja, ist okay tatsächlich. Und jetzt müssen wir die Kiste noch rüberholen. Leute, ich hoffe, es kommt überhaupt noch jemand anderes online. Aber sonst haben wir trotzdem auf jeden Fall Candy geprankt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt muss ich die Kiste zwar wieder abbauen, aber das ist gar nicht so schlimm. Wir sortieren das einfach jetzt neu. So, hier rüber. Und so. Und jetzt einfach alles neu sortieren. Hier waren die Dias, rechts und links. Und wir machen die Dias so. Unsichtbarkeitstrank dahin. Die Lootbox in die Mitte. Lohnrouten rechts und links. Und dann überall Kekse. Und ich glaube, dann überraschen wir ihn noch einmal. Ich nehme nochmal einen Unsichtbarkeitstrank, aber dieses Mal nehme ich einen Milcheimer mit. Dann gehe ich mit dem Unsichtbarkeitstrank zu ihm, rede mit ihm und er checkt aber nicht, woher das kommt. So, Milcheimer. Und vielleicht werfe ich ihn noch einmal mit einem Vergiftungstrank ab und dann führe ich ihn hierher. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also wir pranken ihn jetzt nochmal. Und dann führe ich ihn zu seiner Entschädigung. Let's go. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg. Ich hoffe, Candy ist in seiner Burg. So. Und Rüstung aus. Und nochmal das letzte Mal den Unsichtbarkeitstrank. Hey, was geht? Was macht... Flauschi? Hä? Flauschi? Hä? Jetzt hat er das gesehen. Ich hab dich gesehen. Warte mal. Warte mal kurz. Oh nein, das war so nicht geplant. Entstumm dich. Wo bist du? Ah, dann warst du das die ganze Zeit. Du warst es die ganze Zeit. Weißt du was, Flausch, ich bin so enttäuscht von dir. Als Freund bin ich einfach nur noch enttäuscht von dir. Hey! Hey! Candy, ich bin's. Ich weiß, dass du es bist. Wo bist du? Candy, ich hab dich... Hey, schlag dich nach mir.
Nicht mich hauen, ich habe nur ein halbes Herz, weil ich vergiftet war. Okay, ich habe dich geprankt wegen Halloween, Candy. Heute ist Halloween. Aber Flauschi, ich wusste es von Anfang an. Ja, ich habe doch die Überwachungskameras an der Burg. Ich habe das gesehen. Nein, das hast du nicht gesehen. Doch, ich wusste das. Du hast mich gar nicht erschreckt. Okay, dann kriegst du keine Entschuldigung. Ich wusste es nicht, ehrlich gesagt. Möchtest du eine Entschuldigung? Ich habe nämlich was. Ich habe mich nämlich schlecht gefühlt. Ja, dann gib mir die Entschuldigung. Dann komm mit. Ich habe was vorbereitet. Oha, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Geh schneller, was kommt jetzt? Hey, lass mich doch gehen, wie ich will. Aua! Es kommt eine Überraschung, jetzt warte doch einfach mal ab. Ich habe mich einfach so schlecht gefühlt, weil du hast dich so dolle erschrocken. So, komm mit hier rüber. Ich hab mich doll erschrocken. Ja? Hier habe ich es vorbereitet. Ja, okay. Ich habe ein Herz für dich gebaut. Ja, und das, was in der Kiste ist, darf ich das haben? Ja, das ist dein Geschenk. Guck in die Kiste. Wow, was ist das denn alles? Ja. Wir haben hier Kekse. Kekse, lecky. Diamanten. Wir haben dies, wir haben das. Ein Unsichtbarkeitstrank. Hä? Candy? Hallo? Au! Hör auf mich zu schlagen. Hey! Candy, ich sehe die Partikel. Hey, hör auf mich zu... Candy, au! Au, hör auf! Jetzt weißt du, wie es mir ging. Ey, stopp, stopp, stopp. Jetzt weißt du, wie mir es damit ging. Oh, toll, jetzt bist du 8 Minuten lang unsichtbar und ich sehe dich nicht. Blaze Rod, Gunpowder, Diamanten und was ist das? Alpha Box. Aber wie öffnet man die? Weiß ich nicht. Man kann die nicht öffnen, glaube ich. Ja, aber warum gibt's sie dann? Ja, weiß ich nicht. Kannst du mir Milcheimer? Warte, ich gehe zu deiner Kuh. Ja, ciao. Komm mit. Ich, komm mit. Ciao. Ich sehe dich doch. Der Eimer fliegt durch die Luft. Der Stein fliegt durch die... Der Eimer liegt... Trink. So, dankeschön, Flauschi, fürs Geschenk. Gerne. Und dann reiße ich jetzt den Kürbis ab, weil weißt du, was morgen ist? Was ist morgen? Morgen ist dein Geburtstag. Weil heute mein Geburtstag ist, singen Nein, ich wir für das, mich das dieses aus. Lied. Aus. Ja. Weil heute... Geburtstag ist. Mein Gott, die Stadt. Sind wir so Nein, froh, dass damit. Es mich Tschüss. Gibt, ja. iCrimex Merchant schwarz und 100 Euro bar. Candy, bitte hör auf Nein, damit. Es ist nie so viel. Warum? Ich will das abbauen. Nein, das ist mein Kürbis. Geh weg. Ja, hier. Tschüss. Ciao. Tschüss. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben gelungenermaßen Candy zu Tode erschreckt. Und das heißt, wir können jetzt hier den Kürbis abreißen, Leute. Halloween ist vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß heute Abend, wenn ihr Süßigkeiten sammeln geht. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, als was ihr verkleidet sein werdet. Vielleicht werde ich euch auf Instagram zeigen oder in der WhatsApp-Gruppe, als was ich verkleidet sein werde. Deswegen, Leute, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und tretet meiner WhatsApp-Gruppe bei. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Tschüss, ciao, lasst ein Like und ein Abo da.